Guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Sendung. Gestern war er noch Doktor zu Guttenberg, heute ist er nur noch Herr Minister. Gestern war er noch so etwas wie ein Hoffnungsträger, ein neuer Typus Politiker. Heute spaltet er die Nation, das kann man tatsächlich so sagen, nachdem er vor einer Woche noch die Vorwürfe, die man ihm wegen seiner Doktorarbeit gemacht hat, als abstrus zurückgewiesen hat. Gestern nun hat er gesagt, doch, ich habe gravierende Fehler gemacht. Er will dennoch im Amt bleiben. Und da sagen jetzt die einen, richtig so, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Während die anderen sagen, nein, das ist ganz falsch. Jemand, der gelogen hat und getäuscht hat, kann nicht Minister bleiben. Es gibt viele Fragen zum Thema zu Guttenberg. Heute wollen wir sie stellen unter dem Titel Der Schummelbaron. Frechheit siegt. Zu Gast sind bei mir heute, und weil es um Titel geht, nenne ich sie mal alle. Professor Dr. Arnulf Baring, Historiker und Uniprofessor. Baronin Jutta von Ditfurt, Gründungsmitglied der Grünen. Heute wirft sie den Grünen Verlogenheit vor. Anna von Bayern, Prinzessin Anna von Bayern, Guttenberg, Biografin und Journalistin der Bild am Sonntag. Dr. Werner Schneider aus Österreich, Kabarettist also aus dem Land, in dem Titel mehr zählen als alles andere. Norbert Geist, Parteifreund von Karl Theodor zu Guttenberg, erhält das alles noch für eine Schmutzkampagne, jedenfalls hat er das gestern gesagt. Und Ulrike Demmer, Spiegeljournalistin, sie deckte das Plagiat mit auf. Herr Dr. Schneider, oder haben, sind Sie mir jetzt beleidigt, Frau Ditfurt, dass ich Sie baru? Weil Sie haben ja den Titel zurückgegeben, ne? Sie möchten, ich habe den Namensbestandteil fallen lassen. Ja. Und wer immer ihn will, kann ihn meinetwegen aufheben. Ich lege keinen Wert auf so einen Quatsch. Aber Sie sind jetzt nicht wirklich in dem Sinne dann, das ist jetzt kein Makel, oder? Wenn ich Sie, also man, was kann ist Sie der nennen, Makel? Man kann Sie Baronin nennen, Sie würden jetzt nicht Nein, sagen. Das finde ich lächerlich. Wer das tut, ist nicht gerade mein bester Freund in diesem Moment. Dann lasse ich es jetzt mal. Dr. Schneider. Nein, Leute, die auf sowas Wert legen, haben offensichtlich eine andere Wertvorstellung als ich, ja. Die Rede gestern Abend, Werner Schneider, war das ein klares Schuldeingeständnis Ihrer Meinung nach? Stand da einer, der gesagt hat, ja. Alles, was das war ein klares Schuldeingeständnis, das ich aber heute Nachmittag schon relativiert hatte. Ich habe im Auto durch Zufall eine sehr, sehr kämpferische Rede des Ministers gehört, wo er gesagt hat, er findet das einen Skandal, dass man diese Lächerlichkeit, diese Fußnotengeschichte debattiert in einer Zeit, in der in Afghanistan drei deutsche Soldaten quasi ihr Leben gelassen haben. Und da habe ich mir gedacht, so viel Heuchelei auf einmal geht schwer, denn er kam ja erst kürzlich von einer Frontbetreuung zurück, wo er den Leuten dort erklärt hat, wie sinnvoll es ist, was sie da tun, pro patria morire dulce est. Ja? Für das Vaterland zu sterben ist süß. So, genau. Ich habe jetzt ein bisschen verwurstelt. Das ist mir eingefallen. Und auf der anderen Seite sage ich mir jetzt natürlich, wenn die Deutschen debattieren, ob man da zurücktreten muss, als Justizminister in der Sekunde. Als Verteidigungsminister, von dem wird ja nicht Ehrlichkeit verlangt. Verteidigungsminister ist ein Posten, wo man lavieren muss und wo man mauscheln muss. Insofern liegt hier eine beträchtliche Eignung vor. Das ist manchmal viel zu diskutieren in der ersten Antwort. Professor Baring, ist das mea culpa, der Verzicht auf den Doktortitel, so etwas wie ein gelungener Befreiungsschlag? Hat er die Diskussion damit beendet? Ich finde ja auffällig, dass bei jemandem, der sonst so klar und spontan und sehr oft eben auch vorsprechend die Themen angegangen ist, bei der Sache ja sehr geeiert hat. Es hat ja mehrere Stationen gegeben, bis er sich dazu aufgerafft hat. Und ich schätze ihn sehr, ich mag ihn sehr, aber das ist eine ausgemachte Pleite. Also diese Promotion, die ist wirklich deshalb überraschend, weil man sich ja fragt, wie Bruder gefragt hat, Freiherr ist doch schon sehr schön, warum soll er auch noch Doktor sein? Mhm. Also wir Armen, die wir ohne solche Titel geboren sind und das vielleicht manchmal bedauert haben, anders als Sie, dann ist man natürlich gezwungen, das irgendwo anders sich zu verschaffen. Nein, aber ich glaube, das ist eine ziemliche Schande. Also, aber die Rede von gestern war sie, also das ist ja die Frage heute, es war ja offensichtlich auch Frau Demmer dazu angetan, die Diskussion zu beenden. Sie sind ja Hauptstadtjournalistin, ist ihm das gelungen? Weil, also gestern Abend habe ich gedacht, mein Gott, von Guttenberg lernen heißt siegen lernen. Denn also eine solche Pleite, wie Herr Baring sagt, in quasi so vorwärts verteidigend darzustellen, als sei das jetzt, als sei die Hauptstadtpresse quasi daran schuld, ihn hingerichtet zu haben, das war schon ein großes politisches Talent. Also das muss man ihm da einfach zugestehen. Ob er damit durchkommt, im Moment sieht es so aus. Ich finde, gerade wechselt täglich die Stimmung. Ich würde gar keine Wetten mehr darauf abschließen wollen. Ob er damit es ist, bleibt. Hat er die Diskussion beendet? Weil man hat heute die Kommentare sind sehr emotional.
Na, die Diskussion ist offenbar nicht beendet. Wir sitzen ja hier und diskutieren noch. Das sowieso. Aber das ist eine Frage, ob jetzt wie die Nachrichtenlage sich entwickelt. Ob noch neue Enthüllungen irgendwie kommen, wie er da weiter mit umgeht. Also ganz ausgestanden scheint es mir noch nicht zu sein. Für den Fall, meine Damen und Herren, dass Sie das gestern Abend nicht gesehen haben, es war eine Rede bei einem Auftritt, bei einem Kommunalwahlkampf, wie er immer selber betont hat. Hier sind noch mal ein paar Ausschnitte eben von gestern Abend. Nach dieser Beschäftigung, meine Damen und Herren, habe ich auch festgestellt, wie richtig es war, dass ich am Freitag gesagt habe, dass ich den Doktortitel nicht führen werde. Ich sage ebenso, dass ich mich von Herzen bei all jenen entschuldige, die ich mit Blick auf die Bearbeitung dieser Doktorarbeit verletzt habe. Das ist eine Entschuldigung, die von Herzen kommt und die als solche auch zu sehen ist. Die Entscheidung, einen Doktortitel nicht zu führen, schmerzt. Insbesondere, wenn man 6, 7 Jahre seines Lebens daran gearbeitet hat. Insbesondere, wenn man weiß, was eine Familie da auch durchgemacht hat in solchen Zeiten. Und ich kann auch eines sagen, ich habe diese Arbeit selber geschrieben, weil ich stehe auch zu dem Blödsinn, den ich da drin geschrieben habe. Frau von Bayern, Sie haben als Biografin ihn sehr viel mehr aus der Nähe erlebt, als andere ihn erlebt haben. Ist das für Sie ein Schuldeingeständnis in dem Sinne von, ich habe einen Fehler gemacht, der nicht absichtlich ist? Selbstverständlich. Also ich finde, er hat da tatsächlich die Verantwortung jetzt übernommen. Wir sind uns, glaube ich, da alle einig. Keiner ist hier für oder gegen Abschreiben. Also dass die ganze, das ganze Thema der Dissertation einfach schlimm ist, dass auch der Umgang damit und die Kommunikation da wirklich sehr viel besser hätte laufen müssen. Und nicht zu sagen, dass sie ein GAU war, also dass auch eine Erklärung vielleicht früher hätte kommen müssen. Mhm. So hat er jetzt doch die Verantwortung dafür übernommen. Und er hat gesagt, es war schlimm, er findet es peinlich und er steht zu dem Blödsinn. Ja? Also er hat das wirklich, hat sich da wirklich voll, eben hat das, steht da voll dazu. Und, ist er denn jetzt ein Lügner für Sie? Oder was, wie würden Sie das jetzt einwerten? Ich hab ihn ja erlebt in der Zeit, wo er die Doktorarbeit geschrieben hat. Und beziehungsweise in diesen ganzen Jahren, wo er wirklich da immer wieder dran saß. Und deswegen kann ich auch verstehen, dass es für ihn schwierig war zu sagen, die 7 Jahre, das trete ich jetzt in die Tonne und ich trage den Titel nicht mehr. Also insofern kann ich die Verzögerung auch verstehen, dass es 2 Tage später kam. Aber die Frage, aber ich find's sehr ob er gut, jetzt bewusst so, gelogen hat, also gerade so in der letzten Woche, weil er ja am Dienstag gesagt hat, die Vorwürfe sind abstrus, am Freitag hat er gesagt, das ist ich lasse den jetzt erstmal ruhen, den Doktortitel, das ist, erstmal muss man mir was beweisen, danach nehme ich ihn wieder auf. Gute, hat Frau er uns Beispiel, belogen? Das ist eine sehr wichtige Frage. Die Frage ist sehr wichtig, aber da geht es doch um den Vorsatz. Und das finde ich, glaube, da fühlt er sich unrecht beurteilt im Moment, dass die Leute ihm den Vorsatz unterstellen. Ja? Also, und das ist ja eine ganz, ganz wichtige Grundsatzfrage, in der auch jetzt der Vorwurf der Vorverurteilung kommt. Ach du lieber Himmel. Hat er uns belogen? Ist das Ihrer Meinung nach daraus jetzt ersichtlich? Also ich finde es fast schon merkwürdig, wie das, was er tut, wie die Selbstbeschreibung selbst von manchen Kritikern übernommen wird. Dieser Mann ist Jurist, ausgebildeter Jurist mit mindestens dem ersten Staatsexamen. Dieser Mann hat als Jurist in seinem eigenen Feld Straftaten oder Gesetzesbrüche begangen. Er hat nämlich Menschen, die wissenschaftlich arbeiten, die geistig arbeiten, ihre Arbeit gestohlen. Das ist so, als ob man einem Handwerker sein Werkzeug nimmt oder irgendwelche anderen Sachen, die jemand gebaut hat, nicht bezahlt. Die Straftat, jedenfalls ist das die Information, die ich erst mal bekomme, besteht darin, dass er sich für sein privates Fortkommen, für seine jetzt gescheiterte Dissertation des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags sozusagen bemächtigt hat. Und ganz bemerkenswert finde ich, das ist diese Diskussion, die ist für mich jetzt, ich bin jetzt gerade 3 Tage aus den USA zurück, ist sehr, sehr sonderbar. In Harvard, wo ich herkomme, wäre der sofort weg vom Fenster, auch von der Funktion, da fliegt man für weniger. Und die Bundeskanzlerin stellt sich hin und verteidigt nicht etwa die Mitarbeiter des wissenschaftlichen Dienstes Bundestages, die zum Teil auf hohem Niveau arbeiten, sondern sie sagt, wir spalten mal die Persönlichkeit des Verteidigungsministers. Was er als Jurist getan hat, ist mir ganz wurscht und tut so, als geht es nur um den kleinen Titel, nicht um den Betrug und um den Diebstahl geistiger Arbeit. Und sagt, mir reicht die Abteilung Verteidigungsminister und ich ergänze, da ist er furchtbar nützlich für das, was im Moment mit deutschen Heeren in aller Welt getan werden soll.
Und da funktionieren zwei Sachen. Das eine ist, es gibt immer noch eine kleine Fraktion, die seine Nützlichkeit für Aufrüstung, für Kriegsführung, für Umbau der militärischen Strategien braucht. Und es gibt offensichtlich, und das sind die Umfragen, einen überbordend großen Anteil von deutschen Untertanen, die einem der Adlig ist alles glauben. Eine muslimische Ministerin. Ach, alles, alle, jetzt haben die alle, alle, stopp, stopp, stopp. Sie müssen alle, alle Themen, jetzt alle Themen zusammen auf einmal. Stellen Sie sich mal vor, jemand hätte das gemacht. Wir ziehen das jetzt alles langsam auseinander. Wollen Sie aber Stück, es ist unerträglich. Hätte Ihre Biografie gefälscht. So, die wäre sofort weg vom Amt. Es geht nicht darum, dass jemand seine Biografie gefälscht. Eins nach dem anderen, Herr Geis. Erst einmal, weil er noch nicht zu Wort gekommen ist. Einfach noch mal, weil Sie mal gesagt haben, am Anfang dieser Debatte, das sei alles eine Schmutzkampagne gegen ihn. Jetzt hat er gestern selbst zugegeben, es sind gravierende Fehler. Bleiben also, Sie denn bei der Wertung? Ja, ist das eine Schmutzkampagne? Ja, die Doktorarbeit ist 2006 zu Ende gegangen und 2008 hat er den Titel erhalten und ist also schon älter als gestern. Und es ist nicht etwas Neues, was auf dem Markt ist. Und wer so lange im Geschäft ist wie ich, weiß natürlich und ist sehr schnell bereit, auch eine solche Vermutung zu verifizieren, dass dahinter, das ist so unmittelbar vor der Hamburg-Wahl aufgekommen, dass dahinter natürlich eine politische Absicht steht und eine Kampagne gegen den Mann losgetreten wird. Deswegen glaube ich auch, ach Frau Dido, lassen Sie mich doch mal ausreden. Sie beleidigen die Leute einfach. Seien Sie doch mal ein bisschen zurückhaltend. Das war zurückhaltend. Wir wollten aber heute diskutieren, also muss man Meinungen austauschen können. Aber Sie wollten den Satz zu Ende bringen. Ich wollte den Satz zu Ende bringen. Es ist so, dass ich davon ausgehe, und nicht nur ich, sondern ich glaube, der größte Teil auch der Bevölkerung geht davon aus, dass hier der Versuch gemacht wird, einen überaus beliebten Mann, der natürlich in der politischen Arena eine gewichtige Rolle spielt, für die eine Partei und für die andere Partei nicht, für die Opposition nicht, dass man den Versuch unternimmt, diesen Mann klein zu kriegen, das scheint mir ziemlich logisch zu sein. So, das gesagt, müssen wir ein paar Dinge heute klären. Damit wir einfach wissen, worüber wir reden, müssen wir als erstes wissen, wie groß ist das Vergehen, das man ihm vorwirft und das er jetzt im Kern ja gestern zugegeben hat. Er hat ja gesagt, er hat Fehler gemacht. Frau Demmer, Sie haben mit eben diese Doktorarbeit untersucht. Viele verstehen gar nicht, worum es da geht. Geht es jetzt nur um ein paar weggelassene Anführungszeichen, ein paar Fußnoten, die nicht dabei sind. Wie groß ist das Vergehen, das man ihm an der Stelle vorwerfen kann? Was haben Sie gefunden? Im Internet kursieren 68% aller Seiten in dieser Doktorarbeit enthalten abgeschriebene Stellen. Also es ist schwer, wirklich zu quantifizieren, wie viel da drin jetzt gefuscht worden ist. Also das Wort Blödsinn finde ich eine Verharmlosung für das, was er da gemacht hat, muss ich sagen. Es sind ja teilweise ganze Seiten, unter anderem die des wissenschaftlichen Dienstes, komplett übernommen worden. Auf den er selber hinweist in der Arbeit. Ja, mit einer Fußnote, dass er dankt für die... Ja, aber so riesig ist die Geschichte nicht. Sie verwenden 5 Seiten darauf. Frau von Bayern, haben Sie... Sozusagen zu verweisen auf... Sie haben Arbeiten geschrieben natürlich und Fußnoten ist es ein Fehler. Natürlich ist es ein Fehler. Aber wenn ich bewusst täuschen will, dann nenne ich doch nicht die Quelle gleichzeitig im selben Text. Also das ist jetzt genau die Frage. Die Frage ist, ist es eine bewusste Täuschung? Wir finden es alle nicht gut. Wir sind uns da einig. Ja, aber Sie verharmlosen doch hier die Tatsache, dass jemand tatsächlich in einer wissenschaftlichen Arbeit alle schlecht, die andere hat die sehr lange Arbeit. Wir müssen herausfinden, die Frage war, wie schwer ist das Vergehen? Dann ist doch das Zitiergebot erfüllt. Das ist zwar nicht im wissenschaftlichen Sinn erfüllt, aber im moralischen Sinn ist es doch erfüllt. Er weist doch darauf hin, woher er sagt. Er ist Jurist, er weiß genau, was ein Copyright und Urheberrecht ist. Natürlich ist es damit nicht erfüllt, das weiß jeder. Vielleicht ist das wissenschaftlich zu klären. Halte ich es für erfüllt und ich bin auch Jurist, sogar mit 2 Staatsexamen. Ja, Herr Professor Baring, ich muss Sie jetzt mal herzhaft widersprechen. Als Mann, ich denke, der Universität in der Promotionsordnung von Bayreuth, aber auch in vielen anderen, stehen ja 2 Sachen, die man unterschreiben muss. Mhm. Einmal, dass man die Arbeit ohne fremde Hilfe gemacht habe. Mhm. Und zweitens, dass man sozusagen natürlich keiner Täuschung sich schuldig gemacht hat. Das hat er ja beides verletzt. Also ich finde Ihre Erklärung liebenswürdig, wie ich es auch nicht anders bei Ihnen erwartet habe, aber natürlich sehr oberflächlich. Auch das gestrige Eingeständnis. Nein, Sie verstehen mich falsch. Ich fand das ziemlich kümmerlich. Wir finden es ja schlimm. Wir sagen ja nicht, dass es nicht schlimm ist. Ja, die Frage ist, die Erklärung gestern war im Grunde, wenn ich das jetzt noch mal sehe, doch schandbar kümmerlich. Wenn Sie das noch mal angucken und anhören, was er eben gesagt hat. Nein, diese ganze Geschichte ist ein Schandfleck. Ich
schätze ihn sehr, ich halte ihn für einen wunderbaren Minister, aber er hat eine erhebliche Schramme abbekommen. Und ja, wissenschaftlich, ich meine, er soll ja nicht in Wie Harvard groß Professor ist der werden. Vorwurf, das den man ja ihm machen kann? Also die FAZ schreibt heute, und das gesagt, ist nun keine, dass die FAZ ist Nein, aber er will, da, keine linke Zeitung und schreibt Folgendes, ich trage es einfach vor von heute. Das Vorgehen desjenigen, der diese Arbeit geschrieben hat, ist beispiellos in seiner Dreistigkeit. Eine so aufwendige und liebevoll hergestellte Täuschung findet man in der jüngeren deutschen Universitätsgeschichte nicht so leicht. Wer hier am Werk war, wusste, was er tat und wusste, dass es nicht gestattet ist. Also, ist das jetzt eine lässliche Sünde oder ist das ein gravierender Vorwurf? Das Komische ist ja, ich habe das Ding also gelesen, weil Sie es mir freundlicherweise zugeschickt haben, die Doktorarbeit. Ja. Ich war sehr beeindruckt, muss ich ehrlich sagen. Das ist ein toller Text. Ja. Dass die Fakultät drauf reingefallen ist, wenn man so sagen kann, verstehe ich. Denn die wenigsten haben ja die Fähigkeiten oder die Möglichkeiten, das durch Google zu drehen und sozusagen die Plagiate zu erkennen. Was mich gewundert hat an der ersten Erklärung zum Beispiel, er bedauere den Blödsinn, den er geschrieben hat. Die Arbeit ist nicht Blödsinn, überhaupt kein Blödsinn drin. Mit anderen Worten, er steigt gar nicht an den richtigen Punkten ein. Mhm. Er sagt doch, er bedauere den Blödsinn. Er kennt sich gar nicht. Völliger Unsinn. Das ist kein Blödsinn. Er kennt die Arbeit gar nicht. Er sagt ja auch, kennt die Arbeit nicht? Was heißt das denn? Er hat ja gesagt, er hat gerade gelesen. Er redet über die Arbeit in der, so, als wäre er in der dritten Person ein anderer Autor. Und jetzt müsste er sich mal angucken, was dieser Mensch, der in seinem Auftrag eigentlich angerichtet hat. Aber der Verdacht ist nicht belegbar. Aber es riecht dauernd nach Ghostwriter. Sind Mitarbeiter beschäftigt gewesen, denen er nicht hinreichend auf die Finger geschaut hat? Die waren das sind ja keine naiv übernommenen Texte. Das kann man so nicht stehen lassen. Das ist eine Vermutung. Und damit was anderes habe ich nicht gesagt. Es gibt für mich nur den Schluss, habe ich gesagt. Es spricht auch dagegen, was übrigens auch der Spiegel geschrieben hat. Da sind wunderbare Stellen drin, die von ihm kommen. Der Mann kann es ja zweifeln. Ganz sicherlich, das ist kein dummer Mensch. Aber ich meine, es muss wohl Zulieferer gegeben haben. Ein Zulieferer braucht ja nicht 7 Jahre, um das zu schreiben. Ich habe eine Frage an Ich muss es Ihnen erklären, was ich meine. Entschuldigung. Ja, und dann Entschuldigung. Man kann ein wissenschaftliches Gerüst errichten, also richtig so einen schönen, also ein schönes Koordinatensystem, wo es Felder gibt. Und manche Felder füllt man selber aus und manche, sagt man, fällt dir da was dazu ein. Und das muss ihm passiert sein. Sonst wäre er nämlich ein Idiot. Und das ist er nicht. Frau von Bayern, Sie haben ja in der Biografie ja eben auch geschrieben über die Entstehung dieser Arbeit. Viele Nächte fallen der Dissertation zum Opfer, in denen Vater Enoch morgens um 3 noch die Lichter im Büro seines Sohnes über den Hof leuchten sieht. Er hat jetzt gesagt, als er sie sich da am Wochenende noch mal vorgenommen hat, diese Arbeit, und das legt ja den Schluss nach, vielleicht hat das ja tatsächlich zum ersten Mal gelesen. Haben Sie, also gibt es, ja, man kann, schließen Sie das völlig aus, dass er einen Ghostwriter beschäftigt hat? Also, Ich finde, wir müssen uns wirklich zurückhalten, ein bisschen mit den Terminologien von Lügen, Betrug und so weiter. Ein Ghostwriter braucht ja nicht 7 Jahre, um so eine Arbeit zu schreiben. Ja? Das war ihm ein persönliches Anliegen, weiß ich auch, dass er das unbedingt schreiben wollte. Er hätte ja auch sagen können, ich lasse den Doktor weg. Er war bereits in der Politik. Ja, es gab viele in seinem Umfeld, die haben gesagt, wozu brauchst du diesen Doktor jetzt noch? Ja. Und er hat ihn angefangen in der Studienzeit und legte einfach Wert darauf. Übrigens, gerade wenn man einen Adelstitel hat, ist es auch schön zu sagen, ich habe einen akademischen Grad und ruhe mich nicht auf einem anderen Titel aus. Mhm. Ja. Also, er sich auf andere Darf ich Frau Demmer, die das untersucht hat, noch mal fragen, haben Sie Hinweise auf diesen Ghostwriter? Weil es gibt ja das Gerücht. Es gibt die Gerüchte, man kann den Eindruck haben, dass man ein solches, also es gibt Leute im Haus, Juristen mit 2. Staatsexamen, ich habe leider nur 1, die sagen, also so eine Arbeit, das ist in der Tat ein Machwerk, wie Herr Baring sagt. Nein, habe ich nicht gesagt. Aber es ist höchst eindrucksvolles Ding. Beeindruckend, genau. Ja. Kann man eigentlich in dieser Zeit nur mit einem Arbeiterstab irgendwie zusammenfassen. In dieser Zeit? Er hat aber nebenher gearbeitet. Er hat nebenher gearbeitet. Er war Bundestags. Wie dem auch sei, ich finde, bleiben wir doch bei den Fakten. Er hat einfach tatsächlich jede Menge Stellen von anderen Autoren übernommen. Dabei geht es nicht um einzelne Sätze, sondern ganz seitenweises Zitieren, was dann mit einer Fußnote erwähnt wird. Das ist im wissenschaftlichen, in der wissenschaftlichen Arbeit nicht erlaubt. Und da ist die Beleglage einfach erdrückend. Das heißt, entweder hat er gelogen, als er gesagt hat, ich habe nichts kopiert, oder er hat jemand anders beschäftigt.
Und der das jetzt nicht sagt. Das stimmt ja nicht. Das heißt, ja, genau so seine, also, wenn ja. er es sich vorsätzlich macht, hat er doch nicht gelogen. Ja. Wissen Sie, ich meine, Sie müssen sich auch mal, deswegen sage ich, ich bin ja auch sehr mit ja? Ja, genau, aber ich meine, wir sind ja Journalisten, dass wir nicht alles für bare Münzen nehmen, weil es so aussieht. Wieso ja. hat er denn wieso hat er denn am Anfang ja. der letzten Woche, als das rauskam, gesagt, die Vorwürfe seien abstrus? Hm. Ich möchte jetzt gerne noch mal auf den ursprünglichen Fall eingehen. Also wir sind uns alle einig, diese Doktorarbeit ist wirklich worst case, ja. Der Umgang damit auch. Und warum stellt sich auch hier dar? Weil er nicht erklärt hat, wie es dazu kommen konnte. Ja? Und bis das diese Erklärung reicht, der Fehl nicht, sehen wir hier in der Runde. Man muss sich vorstellen, der arbeitet also seit Ende 90er Jahre daran. Der hat in der Zeit, weiß ich, 4, 5 verschiedene Computer gehabt. Damals arbeitet mit Disketten. So, und da gibt es keinen Reference-Organisator etc. Und dann, wenn man sich das überlegt, wie diese Arbeit abgelaufen ist, über einen Zeitraum von verschiedenen Jahren, ja, dann kann man sich vielleicht vorstellen, dass man verschiedene Textstellen hat, wo dann natürlich extrem schlampig die Quellen nicht mehr zuzuordnen sind oder man nicht mehr genau weiß, wo das ist. Aber bei 60 ich sage der ja, Magen nein, natürlich ist mit einem Wissenschaftler nicht reden, wenn Sie von mir ernst genommen werden wollen. Das geht nicht. Nein, ich sage, es ist die Arbeit ist wirklich volksgemein daneben gegangen und Sie sollten nicht versuchen, da tun Sie ihm auch keinen Gefallen. Es ist er ist ein großartiger Mann, aber als Wissenschaftler ist er wirklich eine ziemliche Null. Er ist dann das kann leider sagen. Ganz klar, er hat seinen Doktor auch zurückgegeben. Ja. Ja. So. Aber es ist total daneben gegangen. Ja. Mir geht es hier um die Vorsätzlichkeit. Die Frage, die man stellen muss und die ja im politischen... Jedem Studenten würde man das nicht durchgehen lassen. Ja, es geht ja bei ihm auch nicht durch. Ich muss die Wissenschaft hier verteidigen gegenüber Leuten, die sozusagen tun, als ob das alles belanglos sei. Es ist nicht belanglos. Das muss aber sein. Versuchen Sie es nicht zu rechtfertigen. Und deswegen hat er das auch zurückgenommen. Müssen Sie diese Tour des Begütigens und Beschönigens bleiben lassen. Es ist nicht beschönigt. Er hat doch, natürlich. Er hat doch die Mensch, Verantwortung jetzt übernommen. Ich schätze Sie und Ihr Buch, aber das ist miserabel, was Sie im Augenblick machen. Sie tun ihm einen furchtbaren Schaden, wie Sie übrigens möglicherweise auch. Jetzt mal ganz kurz. Man muss einen Mann trennen von dieser wissenschaftlichen Pleite, genau die eine Pleite ist. Für die er die Verantwortung übernommen hat. Ich halte jetzt mal fest. Ich halte jetzt mal ganz kurz fest. Moment. Das ist eine wichtige Frage, über die wir reden wollen. Also, wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, gibt es niemanden mehr in der Runde, der meint, dieser Mann sollte einen Doktortitel führen. Nein, da besteht Einigkeit in der Bewertung der Arbeit. Richtig. Es besteht Uneinigkeit, wie groß das Vergehen ist, gemessen auch an dem, was er nun jetzt für ein Amt hat. Also, ist das eine mit dem anderen in irgendeiner Form zusammenzubringen? Es gibt eine Antwort, die gegeben worden ist, überraschenderweise vielleicht für Sie jetzt von seinem Bruder, der am Wochenende in Vertretung Karl Theodors den Orden wieder des tierischen Ernstes angenommen hat und folgende kurze Rede auf seinen Bruder gehalten hat. Die Doktorarbeit ist verlogen, hört man's links von mir laut toben, als hätt' das Land nicht andere Sorgen als Fußnoten und Textgeborgen. Warum ist das übel, Herr Schneider? Ja, das ist ja schlicht widerwärtig. Ich meine, hat das Land nicht andere Sorgen? Also das ist ja nun mal eine ernsthafte Frage. Ja. Libyen brennt, ja. Wir streiten über Hartz IV. Es gibt so Sie viele drängende Themen. Das Land hat andere Sorgen. Ich habe gestern oder vorgestern gehört, dass Deutschland in der Welt Nummer 3 ist in Waffenproduktion und Waffenexporten. Das ist durchaus eine Sorge. Ja, das gehört Nein, das sind die Obliegenheiten eines Verteidigungsministers. Ja. Auf der einen Seite das Heer billiger zu machen, das nennt man dann Heeresreform, und auf der anderen Seite dafür zu sorgen, dass das Waffengeschäft keinen dauerhaften Schaden erleidet. Das ist man als ehemaliger Wirtschaftsminister dem deutschen Haushalt schuldig. Das sind in der Tat interessante Themen. Es geht nicht um Fußball, es geht um die Integrität eines Verteidigungsministers. Und der Verteidigungsminister ist Inhaber der Befehls- und Kommandogewalt. Das heißt, er ist verantwortlich für 250.000 Soldaten. Noch bald werden es ein bisschen weniger sein. Mhm. Und diese Soldaten werden an ganz anderen Maßstäben gemessen. Die fliegen raus, wenn sie ihre Magisterarbeit. Sehen Sie also in dem Verhalten Gutenbergs mit der Doktorarbeit einen Rücktrittsgrund? Unbedingt. Ja. Ich halte, Integrität ist nicht teilbar. Denken wir alle mal an die große Debatte, die damals geführt worden ist, Anfang 2001, um Joschka Fischer, also herauskam, dass er wirklich Polizisten getreten und geschlagen hat. Und wenn wir dann alle gefordert hätten, seinen Rücktritt,
weil dieser schwere, es war ja eine schwere Tat, hat ja mit Stein geworfen, hat ja auch zugegeben und hat nicht alles und, also, man kann nicht, man kann nicht, drei Jahre man, vorher ich, hat der Krieg ich bin dagegen, ja, Frau Dietfurth. Ja. Darf ich mal eines dazu sagen? Dieser Mann hat ein Rigorosum abgelegt. Dieses Rigorosum hat er mit Summa Cum Laude abgelegt. Ja, das ist die mündliche, das ist die mündliche Prüfung. Die, zu behaupten, er hätte das nicht drauf, was da in dieser Doktorarbeit drin steht. Das ist zumindest das. Ich bin sehr gespannt, was noch rauskommt. Aber nein, ich wollte das, nein, das wollte ich vorhin schon sagen. Das möchte ich, nein, ich wehre mich dagegen. Ich wehre mich dagegen, gegen die Behauptung, von der er wirklich Abstand genommen hat, dass er wiederholt gesagt hat, ich habe diese Arbeit selbst geschrieben und wir behaupten oder unterstellen hier ständig, er hätte sie nicht geschrieben. Nein, wenn ich sage, er hat für seine Arbeit gestohlen, dann sage ich, er hat es selbst zusammengebaut, was er da von anderen Menschen und ihrer Arbeit geklaut hat. Da widerspreche ich Ihnen. Ich lege als Autorin großen Wert darauf, dass aus meinen Büchern nicht gestohlen wird von irgendwelchen Leuten, die sich dafür dann irgendeine Karriere machen. Widerspreche ich Ihnen nicht. Das war die Frage. Ist das ein Rücktrittsgrund? Ja, es ist eine Frage. Ich finde es gut, wenn er zurücktritt, hauptsächlich deswegen, weil er für den Krieg in Afghanistan und die Verschärfung mit verantwortlich ist. Und es ist ein bisschen, wie ich nenne das, das Al Capone-Prinzip. Wenn man Al Capone wegen der schweren Taten, also in dem Fall Krieg in Afghanistan, nicht kriegt, dann soll es Steuerhinterziehung oder eben Copyright betrieben. Also das ist eine schöne Veranschaulichung der Motivation vieler Kritiker hier. Aber Freunde der Familie Gutenberg sollten ein bisschen aufpassen, wie sehr sie das Ganze weichspülen. Aber die Frage ist ja tatsächlich... Frau von Bayern, Sie haben ja... Nein, ich spitze nur zu, da wo es klar wird. Sie haben ja vielleicht ein bisschen mehr Einblick. Angeblich hat er über Rücktritt nachgedacht. Jedenfalls hat das Horst Seehofer so angedeutet. Also Horst Seehofer hat auch schon wieder gesagt, dass er das niemals im Raum stand. Ja. Er braucht ihn dringend. Aber die Frage ist, weil der Druck auf der Familie tatsächlich immens ist, hat er Ihrer Meinung nach mit Rücktrittsgedanken gespielt in dieser vergangenen Woche? Also er hat selber gesagt, er hat darüber nicht nachgedacht. Mhm. Ich denke, dass in der Situation Rücktritt sehr, sehr viel einfacher gewesen wäre und dass andere Leute gerne da zurückgetreten wären und gesagt hätten, das wird mir alles zu mühsam, verletzte Eitelkeit, super peinlich. Das ist auch noch ein Held, weil er nicht zurücktritt. Und da hat man zum Beispiel Köhler wahnsinnig für kritisiert, dass er in der Situation, wo er sich selber verletzt fühlte, dann gesagt hat, ich gehe. Natürlich ist das in der Situation einfach. Wie Sie ihn einschätzen, ist das Thema Rücktritt für ihn vom Tisch? Ja, wird er sich die Frage natürlich wird er sich nicht stellen. Auch genau. Er sich selber nicht. Also das geht jetzt nur darum, würde er dieses Mittel ausschließen für sich, glauben Nein, Sie? Nein, der möchte durch, ganz der klar, hat er auch gesagt. Vielleicht hilft das wird sehr interessant sein. Vielleicht hilft ein Blick in die Vergangenheit. Also wer ist eigentlich aus welchen Gründen schon mal zurückgetreten? Und wir haben jetzt mal nur ein paar derer herausgesucht, denn darum geht es hier. Nicht um eine politische Verfehlung, die hier festgestellt wird, sondern um eine persönliche Verfehlung. Das ist noch mal ein kleiner Überblick. Jürgen Möllemann. Als FDP-Wirtschaftsminister musste er zurücktreten, weil er offizielles Briefpapier verwendet hatte, um für die Geschäftsidee eines Verwandten zu werben. Günter Krause. Der CDU-Verkehrsminister trat zurück, weil seine Ehefrau eine Putzhilfe mit staatlichen Fördermitteln für Dauerarbeitslose bezahlte. SPD-Politiker Gerhard Glogowski. Nachfolger von Gerhard Schröder als niedersächsischer Ministerpräsident. Er verzichtete auf sein Amt, weil er sich seine Hochzeitsreise von einem Reiseveranstalter hatte bezahlen lassen. Grünen-Politiker Cem Özdemir. Verzichtete auf sein Bundestagsmandat. Linken-Politiker Gregor Gysi. Trat als Berliner Wirtschaftssenator zurück. Beide hatten Bonusmeilen aus dienstlichen Flügen für private Reisen genutzt. Das ist ja sehr unterschiedlich, Frau Demmer, also als politische Beobachterin. Also Ulla Schmidt zum Beispiel hatte die Dienstwagenaffäre, ist aber nicht zurückgetreten. Wovon hängt es ab, ob ein Politiker mit persönlich nachgewiesener oder auch in diesem Fall zugegebener Verfehlung dann zurücktritt oder nicht? Ihrer Meinung nach? Ich glaube, da hat Seehofer den Nagel auf den Kopf getroffen. Das hat viel damit zu tun, ob die Partei jemanden stützt. Und es wäre halt in der aktuellen Situation für die Union von großem Nachteil, ihn zu verlieren. Und ich glaube, es hat aber auch was mit persönlichem Auftreten zu tun. Also ich glaube auch, dass es nicht vielen Leuten gelingen würde, aus so einer Affäre so rauszukommen, wie Gutenberg das jetzt schafft. Wie hoch schätzen Sie, Sie haben ihn ja mehrfach auch begleitet, journalistisch auf Reisen, wie hoch schätzen Sie das Schuldbewusstsein Karl Theodor zu Gutenberg sein? Sehr gering. Also ich finde, all die Probleme, die er bislang hatte in seiner Amtszeit als Verteidigungsminister, sind nach demselben Strickmuster
abgelaufen. Eigentlich hat er immer am Anfang so ein bisschen geeiert. Mhm. Hat sich dann irgendwann positioniert und musste dann irgendwann die Position wieder revidieren und hat dann immer gesagt, man muss ja Fehler machen dürfen. Mhm. Und kommt damit dann eben auch sehr wahrhaftig rüber. Bislang waren halt die Fehler, die er gemacht hat, sehr komplex. Sie waren schwer zu kommunizieren. Also man kann sie dann halt, die verstehen dann, die Fachjournalisten verstehen dann sehr wohl, da ist jetzt aber wirklich was schiefgelaufen. Aber das ist eben schwer, dem Leser, dem Zuschauer zu vermitteln. Mhm. Und jetzt ist es zum ersten Mal sehr, sehr, sehr leicht zu verstehen. Und insofern auch zum ersten Mal brenzlig. Herr Geis, die CSU hat ja einen Vorsitzenden, der auch eine persönliche Affäre hatte. Also Horst Seehofer hat ein uneheliches Kind in die Welt gesetzt. Das ist aber in der Partei.